zuletzt bei Super Mario Sunshine. Wir betraten das Ei des Sandvogels und sammelten auf dem Rücken dieses legendären Tieres die 8 roten Münzen. Zudem sammelten wir in Playa del Sol einige blaue Münzen und beide Secret Shines. In der Hauptstadt brachten wir noch einer netten Dame ein paar Früchte, erhielten dafür eine blaue Münze und heute überprüfen wir das mysteriöse Boot, welches schon länger im Hafen der Hauptstadt liegt. Immer wieder haben wir mitbekommen, wie dieses Schiff dort vorne Ärger gemacht hat. Jetzt wollen wir uns mal genauer anschauen, was es damit auf sich hat, denn es sieht verdächtig nach Bowser aus. Island. The villain's secret hideout must be there. Oh no! Mario Morgana hat Peach entführt! Erklärt das vielleicht, warum sein Boot wie Bowser aussah? Weil er sich ein Vorbild an Bowser nimmt? Er denkt sich, okay, Bowser entführt immer Peach, dann mache ich das auch. Wir müssen dem Ganzen auf jeden Fall auf die Spur gehen. Wir steigen hier in die Kanone und feuern uns rüber zum Freizeitpark, den wir schon seit längerem in der Entfernung immer sehen konnten. Aber heute werden wir ihn besuchen. Parco Fortuna mit Kapitel 1, der Auftritt von Robo Bowser. Schon wieder eine Bowser-Referenz. Und wir müssen den Park betreten. Da drin wartet Mario Morgana auf uns. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier im Strand um, denn hier laufen irgendwelche brennenden, ich weiß gar nicht, wie die heißen, brennenden Gegner rum. Höchst interessant, was ihr hier tut. Wir können erstmal den Strand abchecken. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwas richtig. Man hat es gerade gesehen, aber dass irgendwas im Sand ist. Und ich habe da gerade eben was gesehen, und zwar hier. Richtig. Hier ist eine blaue Münze drin. Ich frage mich nur, wie lange ich da drauf sprayen muss, um sie freizuschalten. What the fuck? Jetzt hat. Wollte ich doch gerade sagen. Das kann nicht so lange dauern. Aber ich meine mich auch zu erinnern. Da ist nochmal was, ja. Da haben wir Nummer 2. Ich weiß immer nie, ob ich erst den Gegner besiegen soll oder mich um die blaue Münze kümmern soll. Aber ich kümmere mich jetzt eher um die blaue Münze. Komm jetzt! Sehr gut. Hier haben wir Nummer 2. Und ich werde auch den Strand noch kurz weiter abchecken. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch irgendwo eine dritte platziert haben, ne? Immer hier schön die Wasserschrotflinte auspacken. Hier kommen auch überall Münzen und Früchte aus dem Boden raus. Also ihr seht schon, hier im Sand ist einiges versteckt. Oh Moment, ich höre doch was. Achso, es ist der da. Das sind die Gegner, die ich hier treffe. So. Guck mal weiter. Ich meine, dass es hier noch eine dritte gab. Vielleicht hier? Okay, dann werde ich mich mal mit 2 Münzen zufrieden geben. Und ja, auf diesem Boot hier ist leider, soweit ich weiß, nichts. Es sieht zwar echt schick aus und ich hätte mich auch gefreut, wenn sie hier was versteckt hätten. Aber das ist wirklich einfach nur Deko. Aber schöne Deko. Na, dieses Boot bringt normalerweise immer die Leute hier in den Park. Nicht so wie wir, umständlich über die Kanone. Aber da steht Mario Morgana schon. Benvenuto a Parco Fortuna. Ich habe leider keine Ahnung, was du redest. Das heißt bestimmt willkommen im Parco Fortuna. Ziemlich safe. So, und Mario Morgana ist direkt auf der Flucht. Alles klar. Oh, der ist ganz schön schnell diesmal. Und wir können ihm gar kein Damage machen.
Das hat er wohl eine etwas andere Wendung als geplant genommen. Wahnsinn! Was für ein Spektakel! Eine neue Show von uns! Ihr zwei seid einmalig, wer euch einstellt, verdient mehr Geld. Ich liebe das. Einer ist der furchtlose Held und der andere ist ein böser Doppelgänger, der genauso aussieht. Als Leiter des Parks liegt mir dein Erfolg am Herzen. Wie wäre es, wenn ich dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stelle? Mir nach. Okay, der Typ sieht einfach mal gar nicht den Ernst der Lage. Der sieht einfach nicht den Ernst der Lage, dass unser Doppelgänger, der schon die ganze Insel verseucht hat, einen ultra-gigantischen Mega-Robo-Bowser erzeugt, nur um uns zu vernichten, ne? Der seinen halben Park abfackelt, mit Kugelwillis um sich folgt und er denkt sich so, oh nice, endlich mal wieder Fat Cash, ne? Endlich mal wieder Money, gebt mal wieder was in unserem Park. Junge, Junge, immer diese sensationsgeilen Leute. Also, wir fahren jetzt Achterbahn, ja, unschwer zu erkennen. Und unser Ziel ist es, diesen Robo-Bowser mit Raketen in die Fresse zu treffen. Das ist unser Ziel. Bam! Und damit direkt schon mal den ersten Treffer. Und dabei kommen immer wieder Kugelwillis auf uns zugeflogen, die hier oft auf uns über die Bahn versuchen zu treffen. Zack! Ich hol sie mir immer wieder direkt in die Fresse. Ich weiß gar nicht, wie viel Treffer er braucht. I don't know. Okay, der Kugelwilli ist an uns vorbeigeflogen. Jetzt können wir ihm nochmal in die Fresse bolzen. Zack! 3 Treffer, sieht schon mal entspannt aus. Uiuiui, der hat schon seine Arme verloren. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Schaden bekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Kugelwilli war oder die Flammen, die er speit. Man kann auch von den Flammen, die er speit, getroffen werden. So, mal gucken, ob wir jetzt einen coolen Snipe hinbekommen. Ah, ich bin der Sniper God of Doom. Ich habe ihn getroffen. Und diese Zwischensequenz hat wohl damals, als wir es gezockt haben, vielen Leuten erstmal so ein richtiges What the fuck-Gesicht aufgesetzt. Mario Morgana war die ganze Zeit Bowser Jr. mit seinem magischen Bandana, was ihm wohl irgendwie, ja, diese Form verliehen hat. Und ja, er entführt Peach, aber nicht aus Böswilligkeit, sondern weil ihm sein Vater einredet, Peach wäre seine Mutter. Und er hetzt ihn sozusagen gegen uns auf, indem Bowser Jr. erzählt, Mario versucht Peach zu klauen und Peach ist deine Mutter, du musst sie retten. Also eigentlich kann man Bowser Jr. gar nicht böse sein, weil er quasi nur seine Mutter verteidigen will. Ja? Super weird, aber in diesem Punkt wird die Story ziemlich cool, aber leider ist sie auch schon so gut wie vorbei. Ja? Mehr Plot-Twists gibt es nicht mehr, aber ich denke, das ist wohl einer der größten Plot-Twists, den wir bisher in einem 3D-Mario hatten. Wenigstens ein bisschen Story. Und ja, so sieht's aus. Das ist die Sachlage. Deshalb, ja, ist die Insel verseucht. Deshalb wird ein Doppelgänger von Mario dafür verwendet. Und deshalb hat er es wieder auf Prinzessin Peach abgesehen. Gut, aber nachdem wir jetzt gerade den Park betreten haben und erstmal hier alles halb abgefackelt haben,
Würde ich sagen, gehen wir nochmal in den Park. Aber diesmal mit friedvolleren Absichten, ne? Das Geheimnis der Strandkanone. Ich finde, das klingt schon friedlicher. Und das findet jetzt sogar hier draußen statt. Denn hier draußen haben wir einen Maulwurf in einer Cannon, der schon wieder um sich böllert. Das ist ja wie in Amerika. Hier hat jeder Waffen. Aber bevor wir jetzt diesen Maulwurf bekämpfen, haben wir jetzt erstmal einiges zu tun. Und zwar sind hier überall, ihr seht es, blaue Münzen in den Körben. Und wir müssen auf, lilane Kugelwillis warten. Das sind nämlich Kugelwillis, die einen verfolgen. Ja, hier vorne sehen wir ihn, die schwarzen schlagen immer irgendwo ein. Die lilanen fangen an, einen zu verfolgen. Und die muss man dann zu diesen Körben hier lenken. Und so muss man sich dann mühsam eine blaue Münze nach der anderen besorgen. Das dauert leider ein bisschen, aber ist dann doch irgendwo eine Pflichtaufgabe, ne? So, da haben wir direkt den nächsten. Ich habe das Gefühl, wir haben relativ Glück. So, meistens kleben die auch lange an einem, also man muss sich da gar nicht so umgucken. Meistens. Aber man kann es halt leider auch nicht beeinflussen, ne? Was da rauskommt. Wenn man auf die Kugelwillis feuert, dann kriegt man direkt drei Münzen. Ihr seht schon, so kann man relativ easy Geld farmen. So. Den haben wir jetzt auf uns aufmerksam gemacht. Denkt sich, oh yes. Den verfolge ich. Und zack, haben wir die nächste. Oh, da kommt direkt noch einer. Oh, Leute, der verfolgt uns noch. Okay, er verfolgt uns nicht mehr. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wo der nächste Korb ist. Der nächste Korb ist da. Ich glaube, zwei Körbe haben wir noch. So, verfolgt er mich? Okay, die rote Nase ist da. Er macht einen auf Rudolf. The Red Nose Reindeer. Ich hoffe, er klebt noch an mir. Bitte, bitte. Ja, er klebt noch an mir. Oh, toll, der ist jetzt in der, da war jetzt ein Lila, ne? Aber der ist in der Palme gescheitert. Und ab und zu, ihr seht's, kommt ja auch ein Goldener raus. Der hat aber leider keine Shine-Sprite drin. Hätte ich ziemlich cool gefunden, ne? Sondern nur 10 Münzen. Ist da für die 100-Münzen-Mission ganz chillig. Na, ist ganz entspannt. Aber bringt uns jetzt leider nicht so viel. Jetzt haben wir sogar zwei Lila am Arsch. So, jetzt sollten wir es dann hoffentlich schaffen. Zack. Sehr gut. Den nächsten Korb freigemacht. Jetzt muss ich noch gucken, wie viele mir noch fehlen. Hier drüben haben wir einen. Und da auch noch einen. Alles klar. Zwei Lila brauche ich noch. Na, es ist ein bisschen stupide. Ich frage mich auch, warum sie so viele genommen haben. Also so viele Körbe. Es hätte ja gereicht, wenn sie zwei oder... ja, drei Körbe mit blauen Münzen versehen hätten. Aber es sind jetzt, glaube ich, 7 oder so. Ich habe es nicht genau nachgezählt. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst. Aber auf jeden Fall viel zu viele. So, Lilaner bitte. Wieder kein Lilaner. Immer schön kaputt machen. Keine Ahnung, ob er dann schneller schießt. Ich bilde es mir ein. Jetzt kommt noch ein Goldener. Brauch keinen Goldenen. Da ist ein Lilaner. Ja. Hatte mich. Der hat mich. Top Sache. So, jetzt warte ich mal, bis er unten auftaucht. Da mache ich einen Hechtsprung. Mit dem bin ich nämlich schneller. Sehr schön. Hat fast ein bisschen was von dem Ego-Shooter. Wie der immer am unteren Bildschirmrand klebt. Zack. Nächste blaue Münze. Hier speichere ich mal. Wer weiß, ne, ob wir sterben. Das Spiel abstürzt. Es gibt viele Dinge, die passieren können. Und der feuert sogar bis hier hinter. Ja, okay, aber da ist die Refresh-Rate, dass er da neu schießt. Ist mir zu gering. Und da kommt noch ein Lilaner. Sehr gut. Den brauche ich. Okay. Red Nose Day. Top. Da ist er. So. Verkack's nicht, mein Freund. Du bist derjenige, der uns hier von dieser Aufgabe erlöst. Du fliegst auch nicht. Er ist gegen die Wand geflogen. Da, nein, da ist noch einer. Lol. Ist er nicht gegen die Wand geflogen? Ist er? Ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt alle lila Münzen hier draußen aus den Körben. Ja, da waren ja noch zwei. Holy shit. So, und jetzt können wir uns um diesen Maulwurf da drin kümmern, der hier den gesamten Strand terrorisiert. Dann stell dir mal vor, ihr wollt Urlaub machen. Und dann ist da einfach so ein Freak, der euch komplett wegböllert. Ich meine, was ist denn das? Und hier kommen einfach immer wieder Münzen raus. Also ihr seht schon, dass der Kollege hier gut Münzen für uns für die 100-Münzen-Mission hat. Und jetzt wirft er mit Bomben nach uns. Die müssen wir mit Wasser abspritzen und dann einfach auf ihn werfen, ne? Das ist die ganze Kunst hierbei. Zack, blaue Bomben auf ihn werfen. Drei reichen. Und dann gibt er den Löffel ab. Die Kanone explodiert kurz. Und ein geheimnisvoller Lichtstrahl erscheint. Und was habe ich euch gesagt über die Sterne, die heißen das Geheimnis von bla bla bla? Ich guck mal kurz ab hier, was ist. Die haben was ganz Besonderes an sich. Und zwar sind sie Level ohne Dreck weg. Ja. Und das ist die Challenge schon jetzt. Ich glaube, der Hintergrund kommt aus Yoshi's Island. Diese gezeichneten Büsche und Bäume. Da ist ein Abgrund. Ui, das habe ich nicht gesehen. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen bewusster spielen.
und nicht immer nur so quatschen. Hat das jemand gesehen? Nein. Das war gar kein Problem. Das hat keine Sau gesehen. So, muss ich mal auf die drauf, die gerade verschwunden sind. Weil die ja dann am längsten bleiben, if you know what I mean. It's logic. Okay, wir haben es immerhin schon mal über den ersten Teil geschafft. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das auch der schwierige Teil. Ich frage mich nur gerade, ob ich eine Stampfattacke machen kann. Ja, kann ich. Aber nicht auf R, sondern auf L. Okay. Habe ich gerade den Knopf verwechselt. Da unten ist tatsächlich nichts da hinten. Hier werden tatsächlich nur diese Gegner gespawnt. Aber da ist rein gar nichts. Das ist super weird. Wir müssen dagegen diese Plattform nutzen, die sich als Trampolin rausstellen. Auch wenn sie einfach absolut gar nicht so aussehen. Und dann sind wir schon hier oben und da drüben ist die Sprite. So, und hier müssen wir schnell genug sein, über die roten Plattformen kommen. Aber das ist eigentlich gar kein Problem. B, A, B, A, B, A, easy. So, hier erscheint direkt das nächste. Hier muss man jetzt ein bisschen beeilen, weil man hier um die Ecke laufen muss. B, A, B, A, da, 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 da. Gar kein Problem. Dieser Schein ist super easy. Gar kein Stress. Bravissimo. Und das war's auch schon. Also, hier ist wirklich nicht mehr. Finde ich eigentlich ein bisschen lame. Ich meine, dafür, dass wir jetzt schon in Welt 4 sind. Aber, was soll's? Jede geschenkte Insignie, jeden geschenkte Schein nehme ich gerne. Und mittlerweile, ich hab's gerade weggedrückt, ist auch am Hauptplatz ein geheimnisvoller Lichtstrahl erschienen, um den wir uns kümmern sollen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht heute machen möchte. Ne? Stattdessen würde ich sagen, kümmern wir uns nochmal um meine Obstmission. Und ich habe jetzt aktuell 2 im Kopf. Aber eine dauert ein bisschen länger. Deswegen kümmern wir uns um die andere. Und da können wir jetzt sogar nochmal hier bleiben. Die ist nämlich sogar hier in der Gegend. Und zwar, wenn ich genau bin, dann da drüben auf der Insel. Da drüben auf der Insel ist eine nette Dame, die gerne, ich glaube, entweder Melonen oder Kokosnüsse. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das darstellen soll, will. Und da habe ich früher ganz schön lang gebraucht. Obwohl es eigentlich super einfach ist. Ich sage euch gleich, um was es geht. Oh, hallo, hier gegen Entgelt arbeiten, ihr wisst schon, ich will Kokosnüsse, bring mir 3. So, was habe ich gemacht? Ich schwimme rüber, hol vom Markt eine Kokosnuss und schwimme wieder hierher. Man kann mit Obst schwimmen, ja, und mach das 3-mal. Dabei, wenn man hier nach oben guckt, hängen hier Kokosnüsse. Ja, die muss man einfach nur hier vom Baum pflücken und in ihren Korb legen. Und dann ist sie zufrieden. Und das mache ich. Ich laufe 3-mal zum Markt und schwimme 3-mal mit diesem Obst in der Hand. Hier auf die Insel und verbrauche eine halbe Stunde meines Lebens. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Ich wollte nur die Kokosnuss aufheben, um deine Gelüste zu befriedigen. Das klingt so falsch. Das klingt so falsch. So. So, noch eine vom Baum geschossen. Nein. Oh, ich hab's noch gesnackt. Denn nämlich es ist super weird. Wenn ich Obst alleine ins Wasser lege, verpufft es. Aber wenn ich Obst halte, kann ich sogar damit schwimmen. Die Logik kapiere ich nicht ganz, aber soll mir recht sein. Ich habe sie nass gemacht, jetzt rastet sie voll aus. Oh, du Wichser. Und jetzt ist sie auf einmal wieder happy, ne? Emotional ist die Dame und dafür bekommen wir eine Blaumünze. Ja, mit diesem erarbeiteten Entgelt verabschiede ich mich in die Kanalisation. Denn auch hier gibt es noch Bläumünzen. Allerdings weiß ich hier nicht mehr genau, wo ich lang... Moment mal. Weiß ich nicht mehr genau, wo ich lang muss. Aber das da drüben sieht verdächtig aus. Gib mir einen kurzen Moment. Ich weiß nicht, wie viele hier im Untergrund sind. Aber das hier sieht verdächtig aus. Das hier. Hier ist nichts. Hier ist eine Sackgasse, aber keine blaue Münze. Really? Diese Münzen hier im Untergrund werden noch ganz wichtig für uns, wenn wir... die 100 Münzen in der Overworld sammeln, denn dafür gibt es nämlich auch einen Stern. Aber hier ist eine. Okay. Deswegen können wir jetzt hier schon mal umgucken, wo wir Münzen herbekommen. Und diesen Spot können wir uns auf jeden Fall merken. Ne? Wir können hier, glaube ich, auch Wasser sprayen und dann damit fortbewegen. Damit sind wir deutlich schneller. So. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, die Kanalisation abzuchecken, dann können wir auch gleich noch hier rüber gehen. Denn ich glaube, hier ist auch noch was. Jetzt muss ich nur noch kurz den Eingang in die Kanalisation finden. Ne? Ich glaube, dann nehme ich den hier vorne an der allerersten Statue. Am Eingang zur ersten Welt. Ich glaube, der hier taugt dafür. So, geh da rein. Und ich glaube, wenn wir dann hier unterwegs sind,
Die Musik hat gerade schon wieder einen Abgang gemacht. Gut, dass wir am Ende vom Part sind. Aber ich werde diese blaue Münze noch finden, die ich hier holen will. Und wie viele es da noch gibt, weiß ich nicht. Wie gesagt, mir fehlen da ein bisschen die Infos, wie viele letztendlich hier unten sind. In der Kanalisation. Aber hier ist auf jeden Fall noch eine. So, und weitere weiß ich nicht mehr. Ich werde mich nochmal kurz umgucken. Und wenn ich welche finde, schneide ich sie euch rein. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine, die ist hinter der großen Insignienstatue. Ne, wir sind in einem kleinen Teich und wenn ich hier jetzt lang laufe, das ist die große Insignienstatue, das weiße hier, da wo ich jetzt gerade drin bin. Hier hinter, dahinter in der Kanalisation ist auf jeden Fall noch eine blaue Münze. Oh lol. Oh, das ist noch interessant für euch. Ich bin gerade am Strand, ja. Und seht ihr da vorne den Eingang? Da ganz leicht durchschimmern, den sieht man nicht oberirdisch. Das ist ein geheimer Gang. Und ich möchte meinen Arsch drauf verwetten, dass sich da auch irgendwas befindet, was wir brauchen. Und was mir gerade auch auffällt, durch das ganze Wandern, durch die Kanalisation, habe ich jetzt schon 72 Münzen. Und da ist die Decke. Ich glaube, wir machen ganz kurz die 100 Münzen. Und hier ist noch ein One-Up. Oh, damn. Aber ich habe jetzt 80 Münzen. Friends, ich werde das zu Ende bringen. Bringe es zu Ende. Hier vorne sind nämlich direkt nochmal 5 Münzen, ne? Das machen wir jetzt noch kurz. Also, das, die Arbeit, wenn ich die jetzt schon mal gemacht habe, die lasse ich mir nicht nehmen. Also, ich bin jetzt wirklich die ganze Zeit nur im Untergrund rumgelaufen, ne? Ich werde es euch wahrscheinlich per Zeitraffer reinschneiden. Normalerweise hätte ich gecuttet, aber jetzt, wo es sozusagen wichtig für den Spielverlauf ist, weil ich so viele Münzen gesammelt habe, werde ich euch die ganze Suche nach den blauen Münzen gerade eben als Zeitraffer eingeblendet haben. I hope so, dass ich nicht vergesse. Beim Editieren. So, und jetzt müssen wir noch irgendwo an 13 Münzen rankommen. Das, ich glaube, wenn wir die Birds abschießen. Okay, ich hab leider nur ein bisschen getroffen. Ah, scheiße, das war nichts. Oh Gott, wo kriege ich jetzt noch 13 Münzen her? Ich will doch nur ein paar Coins. Das ist doch alles, was ich will. Moment mal, wenn ich dich abschieße. Da kommt eine Münze raus. Aber das ist ja auch sau schwer verdient. Da vorne schwebt noch eine in der Luft. Aber es lohnt alles nicht. Gibt es nicht immer so einen fetten Coin-Vorrat, wo ich dann so richtig reich werde? Muss ich mir jetzt wirklich hier jede Münze noch mühsamer arbeiten? Gib eine Münze. Vogel. Ja, er hat auch noch eine Münze gedroppt und ich glaube, hier kommt auch eine Münze raus. Ja, ja, wir holen uns jetzt unsere letzten Cents noch. Ich wurde auch gebeten, die Parts ein bisschen kürzer zu machen, weil es dann Schule und so wieder losgeht und ich wollte das eigentlich auch respektieren. Aber jetzt ist hier halt was Unerwartetes dazwischen gekommen. Hier war ich noch nicht drin. Hier war ich noch nicht drin. Wo führt mich das hin? Ah, Coins. Sehr gut. 98, 99 haben wir schon. Wo führt mich das hin? Ist hier vielleicht sogar noch mal eine blaue Münze? Maybe. Oh, da komme ich in diesen Glockenturm raus. Okay, da komme ich in den Glockenturm raus. Aber hier ist aktuell nichts für mich. Gott verdammt, muss ich jetzt echt noch so einen blöden Vogel jagen für eine Münze? Ist in Ordnung. Ich gehe noch mal auf Vogeljagd. Und hole mir diese letzte Münze, die ich brauche. Das wird schon da oben. Da oben sitzen ganz viele Vögel. Da ist eine Münze rausgekommen aus dem Plakat. Und jetzt haben wir die Schei. Für 100 Münzen in Piazza Delfino. So, das Ding ist nur, es ist gar nicht so easy, da hochzukommen. Man ist auf dieses Boot angewiesen, was wir jetzt gerade ganz knapp gepasst haben. Macht nix. Ich werde hinterher schwimmen und dann euch natürlich wieder einen kurzen Zeitraffer einblenden, wie dieses Boot eine Tour dreht, damit wir am Ende auf das Podest der Schein hochkommen. Ich komme da nicht hoch. Lass mich jetzt da hoch. Danke. Sind wir. Jetzt noch den Absprung schaffen. Und damit beende ich den Part für heute, Freunde. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich wieder einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi.